Meine allerliebsten Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Gran Turismo 6. Wir haben die National B, ja, die National B, nicht die International B, vervollständigt. 90 von 90 Sternen haben wir da jetzt. Wir haben noch die Frontantrieb und Heckantrieb und alles Rennen gemacht und die waren auch echt spaßig. Wir haben schöne neue Wagen kennengelernt, die sich super steuern lassen, wie zum Beispiel den VW Scirocco. Aber damit wir die National B wirklich vollständig haben, gibt es ja noch Missions- und Markenrennen, die ich noch machen möchte. Damit wir wirklich das vollständig haben, nichts mehr dazu tun haben. Das müsst ihr wissen, ist jetzt der letzte Part für mich für eine Woche. Nächste Woche nehme ich dann wieder eine Woche lang, also für eine Woche lang auf. Aber heute ist das die letzte Aufnahme. Das heißt, ja, danach ist wieder ein bisschen Pause für mich selber. Und hier haben wir verschiedene Missionsrennen. Da kriegen wir immer Wagen gestellt. Wir fangen einfach an mit dem ersten, machen die der Reihe nach Kleinwagenkampf. Zu Kuba Circuit. Und wir kriegen dafür den March 12 SR, keine Ahnung, was es sein soll. Ein sektorbasiertes Zeitrennen für Kleinwagen. Überholen Sie Ihren Gegner und fahren Sie über die Ziellinie. Diese Wagen haben nur wenig Leistung, also geben Sie alles, um kein Tempo zu verlieren. Es wird schwer, wieder auf Touren zu kommen. Ja, das glaube ich allerdings. Ah, es sollte schnell machbar sein, denn wir brauchen nur irgendwie 37 Sekunden schaffen. Ja, dann ist das ja gar nicht so schwer. Also, dauert nicht so lange, das meine ich damit. Ich werde da jetzt nicht zwanghaft Gold holen, das bringt uns eh nichts, aber ich will die zumindest alle mal gemacht haben. Also alle einmal fahren. Außer wenn ich natürlich beim ersten Versuch gar kein Bronze oder nichts kriege, dann mache ich das nochmal. 33,5 Sekunden, okay. Nissan ist das. Nissan Marsch oder March, Mark. Keine Ahnung. Komisches Auto. Mal gucken, ob der überhaupt innen drin designt ist. Ja, ist er sogar. Okay, so ein kleines Auto designs, aber den. Aber teilweise richtig krasse neue Autos nicht. Ich soll den Gegner überholen und gewinnen. Das ist ein Fiat Punto vor mir, oder nicht? Also den zu überholen, das ist nicht das Problem. Das habe ich geschafft. Der kann ja auch nichts. Ja, so richtig schlecht beschleunigt er nicht. Es geht schon. Oh, und sogar Gold beim ersten Versuch. Ja, dann, wenn das so einfach geht. Schön. Den kennt man aber vom Aussehen her, kennt man den Wagen nur. Ich wusste jetzt nicht, dass der so heißt. Bing, bing, bing. Okay, wir kriegen 3960 Credits für alle drei zusammen. Also, das ist ja nix. Aber okay, darum geht's ja auch nicht, sondern ich will das ja nur mal gemacht haben. Vielleicht ist dann nächste Woche, ja, wenn ich nächste Woche aufnehme, vielleicht ist dann endlich die Red Bull Challenge da. Also, das wäre ja mal ein Traum. So, weiter geht's mit der Trail Mountain Circuit ist die Strecke. Ein sektorbasiertes Zeitrennen für Sportwagen mit Frontmotor und Frontantrieb. Überholen Sie Ihren Gegner. Ja, ist das gleiche wie eben, nur halt diesmal brauchen wir 31 Sekunden. Und wir fahren mit einem Integra Typ R. Honda ist das, glaube ich, ne? Honda Integra, ist das Honda? Sehen wir gleich. Ja, Honda Integra Typ R, Baujahr 2004. Schöner Wagen. Brauche ich mir die Tipps nicht durchlesen. Wir fahren die einmal und wenn wir so wie gerade eben beim ersten Versuch Gold holen, ist schön. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Dabei sein ist alles, ihr wisst. Okay, nicht immer, bei Rennspielen nicht immer. Aber ansonsten, dabei sein ist alles. Den da vorne soll ich überholen. Mal gucken, ob sich das machen lässt. Den habe ich doch gleich schon. Ah, diesmal hat es nicht ganz für Gold gereicht, aber beim ersten Versuch Silber, das reicht mir und wir können wieder raus. Das ist halt immer ein bisschen schade, dass man für 30 Sekunden fahren dann irgendwie eine Minute lädt im Rein- und Rausgehen. Deswegen sind die kleinen Dinger immer so ein bisschen, ah, okay, aber ich will es halt mal gemacht haben. Dann haben wir nämlich wirklich in der National B alles gemacht. Und dann können wir in die National A gehen und gucken, was wir da noch alles fahren wollen. So, weiter geht's, gar nicht lange schnacken. Ja, brauchen wir nicht viel. Was für eine Zeit ist gefordert?
35 Sekunden. Europe Spezial, Baujahr 72. Keine Ahnung, welcher Hersteller das ist. Sehen wir gleich. Könnte ich euch aber so nicht sagen. Habe ich noch nie gehört, dass Europe Spezial, dass das irgendein Modell ist von irgendeinem Hersteller. Keine Ahnung. Sehen wir ja jetzt. Was ist es? Ein Lotus. Okay. Ein Lotus Europe. Nee, Europa, nicht Europe. Was laber ich? Lotus Europa. Doch, den da, aber den Namen kenne ich schon. Also Lotus Europa. Oder sind wir den vielleicht sogar beim Goodwood mal gefahren? Lotus Europa. Ja, wie auch immer. Baujahr 72. Einmal durch London heizen mit 35 Sekunden und dann haben wir das auch. Schönes Innenleben. Ei, schön. Und den da vorne soll ich überholen? Nee, es sind ja sogar mehrere. Ich vermute mal, so ein Auto hier ist heute auch relativ viel wert. Würde ich einfach mal schätzen. Insofern wollen wir den natürlich nicht kaputt machen. Ich versuch's mal ohne Rammen. Ja, so viel dazu. Wow! Der Mantling, Alter! Disqualifiziert. Ah, danke auch. Ihr seid doch böse. Disqualifizieren die mich direkt, nur weil ich einen kleinen Unfall baue mit dem Wagen. Kann doch mal vorkommen. Muss man nicht direkt austicken. Okay, alle überholen wird schwer. Aber mal gucken. Ganz knapp, fast hätte ich Gold geholt, aber 0,3 Sekunden zu langsam. Macht aber ja nichts. Schön. Also diese Peanuts, die wir da kriegen, ne? 1000 Credits. Alter, da kannst du ja nichts von kaufen. Ein Satz Reifen kostet ein Zehnfaches davon. So, die ersten drei haben wir damit. Okay, dann haben wir hier noch... mit dem Jaguar XKR Coupé, Baujahr 2010. Und hier ist gefordert eine Zeit von 37,5 Sekunden. Okay, machen wir. Also die Zeit weiß ich nicht, aber wir machen auf jeden Fall das Rennen. Ich müsste eigentlich mal aufstehen kurz und die Lampe anmachen. Hier wird es langsam dunkel draußen und meine Zimmerlampe, das ist so ein bisschen lustig eigentlich. Ich habe es wahrscheinlich schon mal irgendwann erzählt. Ich habe zwei Schalter, einer ist am Bett und einer ist an der Tür. Und wenn man den am Bett ausgemacht hat abends, weil ich gehe dann immer ins Bett und dann ist das Licht noch an, dann mache ich den da aus. Dann kann man den mit dem Schalter an der Tür nicht anmachen, weil die da irgendwas falsch gemacht haben damals bei der Installation. Das heißt, ich muss dann zum Bett laufen, muss den anmachen, dann zur Tür laufen, den anmachen und dann ist das Licht an. Deswegen wollte ich gerade an der Tür mal das Licht anmachen, hab gemerkt, nein, du hast wieder am Bett ausgemacht und konnte deswegen mein Licht nicht anmachen. Na egal, müsste ich eigentlich rüberlaufen zum Bett, aber gerade keine Lust. Sitze ich halt im Dunkeln. Ich sehe der letzte Part für heute. Also den mache ich jetzt noch eben und dann ist gut. So, wir fahren mit dem Jaguar XKR. Batours ist das, glaube ich, wo wir jetzt sind. Audi TT. Was haben wir da vor uns? GTO oder was? Ja, das reicht, glaube ich, nicht mal für Silber, oder? Doch, reicht für Silber noch. Ja, es ist halt jetzt beim ersten Versuch auf der Strecke, kann man nicht viel mehr erwarten. Ich glaube, wenn ich das noch ein, zwei Mal fahren würde, hätte ich da auch Gold. Aber dadurch, dass uns das finanziell gar nichts bringt, geht es mir halt nur darum, sich das anzuschauen. Und das haben wir ja gemacht. Okay, damit haben wir jetzt alle bis auf einen. Vielleicht schaffen wir sogar diesen Part, wirklich alles noch zu machen, was in der National Bino ist. Und dann kann ich nächste Woche, also für euch dann wahrscheinlich morgen, kann ich nächste Woche dann anfangen mit den Sachen aus der National A. Und da müsste noch ziemlich viel für uns, zu machen sein. Der GTR Black Edition sogar, Baujahr 2012. Ein Zeitrennen über eine einzige Runde, bei dem Sie sich Ihren Weg an den anderen Fahrzeugen vorbei erkämpfen müssen. Vermeiden Sie Zusammenstöße, bleiben Sie auf der Strecke und versuchen Sie, das Rennen in Rekordzeit abzuschließen. Okay, 2 Minuten 20 für Gold.
Mal gucken, was sich machen lässt. Silverstone. Ich meine, der Nissan GT-R ist natürlich eigentlich ein Handling-Monster. Insofern sollte das schon irgendwie gehen. Aber die Goldzeiten sind auch meistens ziemlich knapp bemessen. Also beim ersten Versuch schaffe ich meistens Silber. Und dann beim zweiten oder dritten wäre es wahrscheinlich Gold. Da ich jetzt immer nur einen mache. Aber ich meine, dafür, dass es so eine lange Zeit ist, nämlich 2 Minuten 20, sind die Abstände relativ klein. 2 Minuten 20, 2 Minuten 22, 2 Minuten 27. Wobei 2,27 dann wirklich noch so ein Trostpreis ist. Gold und Silber liegen ja nah beieinander und Bronze ist dann so, ja, du hast teilgenommen, so eine Teilnahmeurkunde. So wie früher beim Sportfest in der Schule, wenn die Leute so schlecht waren und dann nur so eine Teilnehmerurkunde bekommen haben. So, hey, du warst zumindest dabei. So, die Black Edition, geiles Ding. Ah, herrlich. So ein geiler Wagen. Da haben wir den anderen Nissan GT-R. Mal gucken, ob ich mit denen nicht gleich mal kassieren kann schon. Doch, werde ich glaube ich können. Wenn ich jetzt... Ah, aber auf der Geraden. Ich wollte ja den Windschatten nutzen, aber dann jetzt mit Windschatten noch so ein bisschen und... Ja, ich bin vorbeigezogen. Ich glaube nicht, dass das für eine Goldzeit reicht. Wahrscheinlich nicht mal für Silber. Dafür ist die Strecke zu lang und man müsste sie mehrfach fahren, aber... Vielleicht reicht es ja zumindest für die Teilnehmerurkunde, für Bronze. Also den habe ich auf jeden Fall überholt. Das ist kein Problem. Ja, der hängt mir aber jetzt im Kofferraum, also der ist schon nicht schlecht. Macht mir schon Konkurrenz. Und vor allem, weil der jetzt Windschatten hat. Nein! Und das war mein Aus. Ja, das war mein Aus. Einmal ein Fehler und du bist raus. Das ist also jetzt hier von den bisherigen die schwerste, einfach weil es auch am längsten dauert. Normalerweise sind wir ja immer so 20 bis 30 Sekunden gefahren. Mein Blick, die ersten paar Meter nur unten rechts. Um halt richtig zu schalten am Anfang. So, jetzt will ich den hier wieder überholen. Und das darf ich nicht mal. Nicht mal den einen Meter darf ich raus. Alter. Also die hat's in sich, die Challenge. Die hat's in sich. Weil du halt einfach kein bisschen von der Strecke runter darfst. Und normalerweise kommt es halt schon mal vor, dass man mal so ein bisschen über Bande fährt halt. Also ist mein Augenmerk, weniger Gold zu holen, als überhaupt anzukommen, glaube ich. Ich will ihn halt auch nicht berühren, weil dann werde ich wahrscheinlich auch disqualifiziert. Okay, Konzentration. Auf jeden Fall die schwierigste Challenge von denen bisher, von den Missionsrennen in der National B. Und er hängt uns wieder hinten drin. Da habe ich mich also irritieren lassen beim letzten Mal. Darf man aber nicht. Man muss einfach sein Ding fahren.
Okay, und wieder hier auf die Gerade. Er ist direkt hinter mir. Und jetzt hat er den Windschatten. Jetzt hat er den Windschatten. Das ist das Problem. Ich darf den nicht vorbeilassen. Schwierig, schwierig. Ah! Egal, ich habe ihn noch unter Kontrolle. So, jetzt hier noch die steile Kurve gut nehmen und dann sind wir durch. Komm, Gas, 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 Gas. Hier nicht raus, hier nicht raus. Okay, und Gas, 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 Gas. Weit entfernt von einer Goldzeit, eine Sekunde entfernt von der Silberzeit, aber eine schwierige Challenge auf jeden Fall. Müsste man jetzt noch mehrfach fahren für Gold. Also die Teilnehmerurkunde haben wir, fast sogar die Silberurkunde, aber ist egal. Schön war's, spaßig war's. Die Missionsrennen haben wir damit in der National B. Jetzt fehlen nur noch die Markenrennen und ich glaube, das sind zwei Stück. Die werden wahrscheinlich gar nicht mehr diesen Part schaffen. Dabei dachte ich, wir können das vielleicht jetzt noch komplett abschließen. 660 Credits, Alter, ich bin reich. Können eigentlich aufhören mit dem Spiel. Ich habe so viel Geld, dafür können wir uns nie mehr... Also die 660 Credits, alter Schwede. Hätte ich doch mal echt so viel Geld. Gut, die haben wir. Dann fehlen jetzt nur noch die Markenrennen und dann sind wir durch. Und hier haben wir zum einen den Prius Cup. Dafür müssen wir uns wahrscheinlich aber einen Prius kaufen. Ich habe nämlich keinen. Erlaubt ist Prius Touring Car, Prius G Touring und Prius G09. Wir schauen einfach mal ganz kurz, dass wir einen kaufen. Wir haben, glaube ich, keinen Prius. Haben wir einen Prius? Ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, keinen Prius. Wahrscheinlich hatte ich mal einen und habe den verkauft, weil ich dachte, werde ich nie brauchen. Also komm, wir kaufen kurz einen. Extra dafür, für den Prius Cup. Geht aber schnell. Komm, das machen wir jetzt noch. Zumindest den Prius Cup. Den anderen weiß ich nicht, ob wir den noch schaffen. Ja, Spiel, dann speicher schneller. Komm. La 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 la. Komm, was speicherst du denn da jetzt? So, Autohändler. Toyota ist das, glaube ich. Also müssen wir erstmal nach Asien. Titten. To. Wahrscheinlich schon 10-mal dran vorbei. Alter, das kann nicht sein, dass ich gar nicht sehe. Subaru. Mitsubishi, Daihatsu, Hyundai, Honda, Mazda. Ich sehe alle, nur nicht Toyota. Bin ich gerade blöd? Da. Oh Gott. Kann nicht sein. So, ich hätte gerne einen Prius. Wo finde ich einen Prius? Yaris. Prius. Da war ein Prius. G-Touring Selection. Aber ich will mal den 09er fahren. Aqua, Sera, Vizza, Prius G09. So, den kaufen wir. Was kostet der? Kannst du mir einpacken, ne? 24. Okay, nehme ich. Die Farbe ist egal. Leer damit. Okay, jetzt muss ich mir wahrscheinlich wieder die tolle Präsentation angucken, weil dieser Wagen so genial ist und ich den unbedingt haben wollte. Ja, so gar nicht. So hässlich ist der gar nicht, aber es ist halt so ein... Ah, ich weiß nicht. Also, nee. Muss nicht sein. Okay, muss ich mal schauen. Vielleicht können wir den sogar tunen. Also vielleicht dürfen wir den sogar tunen. Das ist die Frage eher. Wie viele Leistungspunkte darf der haben? Wir gucken mal eben. Markenrennen. Prius Cup. 400 oder weniger. Also ein bisschen dürfte der noch haben. Dann gucken wir mal. Warte mal, was für Reifen darf der haben? Harte Sportreifen darf der haben. Okay, die machen wir auf jeden Fall drauf. Und wir können natürlich auch bei der Leistung noch ein bisschen was reinpacken. Das Gute ist, das geht ja auch hier drüber. Das geht nämlich viel schneller, wenn man das hier macht. $380. Da tune ich doch tatsächlich gerade einen Prius, ne? Wer hätte das gedacht? Okay, wir haben jetzt 381 Leistungspunkte auf unserem Prius. Dürfen aber trotzdem teilnehmen. Okay, dann los. Silverstone.
mit einem Prius. Der Prius Cup, den schaffen wir auf jeden Fall noch. Der Prius Cup, geile Sache, ey. Warum eigentlich? Warum so ein Prius, ey? Ich wette, da haben die für bezahlt, dass es in dem Spiel einen Prius Cup gibt. Und dann haben wir beim nächsten Mal wahrscheinlich noch, also ich weiß nicht, ob es... Ah, die fahren alle den 09er. Guck dir das an, da wären ja auch die ganzen anderen erlaubt gewesen, ne? Der 03er und der Touring. Ne, die nehmen alle den. Also da ist ja noch das andere mit dem Subaru WRZ. Das ist auch noch ein Cup, aber ich glaube, den schaffen wir nicht mehr in diesem Part. Ist sowieso jetzt eigentlich schon Ende, 20 Minuten sind um, aber das will ich zumindest noch machen. Ich dachte halt echt, wir kriegen alles fertig in der National B, aber das war anscheinend nicht mehr. Na gut, dies machen wir jetzt noch, komm. Prius Cup. Cooles Auto, ey. Meine Güte, ey. Und dann hat er nicht mal Gänge, weißt du? Alter, da muss ich ja nichts machen. Nee. Aber Elektroauto ist das nicht, oder doch? Ist das nicht so ein Hybrid, ey? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keinen Prius. Boah, ist das komisch ohne Schalten. Wir nehmen uns mal den Windschatten mit. Wenn die schon alle denselben Wagen fahren, dann muss ich zumindest eine Chance haben, hier mal mit Windschatten irgendwie noch was zu machen. Ich finde, es fühlt sich so falsch an, nicht schalten zu müssen, ey. So komisch. Weißt du, ich dachte, ich hau mir extra schön das Tuning rein und werde damit sowas von viel zu stark sein, aber guck mal, die fahren alle so schnell. Wie der ein scheiß Pri... Oder was ist die Mehrzahl von Prius? Priusse. Priusi. Keine Ahnung. Ah! Sag doch, dass du bremst. Ich frage mich nur gerade, wenn wir alle so gleich schnell fahren, wie ich dann bitte jetzt noch Erster werden soll, wenn jetzt schon die zweite Runde ist. Naja gut, Vierter bin ich jetzt gleich. Ja, also ein paar Plätze können wir schon noch gut machen, ne? Dritter und da vorne sind schon die ersten beiden, doch, also gewinnen werden wir das wahrscheinlich schon. Ich versuche mal wieder den Windschatten mitzunehmen, aber... Ganz komisch fährt sich das. Wenn man gar nicht schalten muss, das ist so ein komisches Gefühl. Doch, Leon, hört doch mal auf, mich mal auszubremsen hier. Da kann man locker schneller fahren. Stellt euch mal nicht so an. Komisches Auto auf jeden Fall, der Prius. Nicht so mein Ding, aber... Auch ganz nett, sicherlich. Also, wenn einer von euch so einen hat, oder die Eltern, ist auch nicht schlimm. Mein Beileid zwar, aber wieder macht mal Fehler. Das kann ich auch, das Geräusch. Ich wette, die haben die Motorengeräusche selber gemacht mit dem Mund. Quietsch, 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 quietsch. Klingt bestimmt komisch, wenn ihr das jetzt doppelt hört. Das, was besser klang, war von mir. Das andere war das Spiel. So, aber jetzt bin ich doch Erster und habe mich relativ weit abgesetzt. Also ein bisschen hat das Tuning dann doch gebracht. Und dann haben wir den Prius Cup gleich auch beendet. Nochmal wieder ein bisschen überzogen zwar, aber die WRX-Challenge schaffen wir dann wirklich nicht mehr. Entweder wir machen das dann nächste Woche noch, wenn ich dran denke, und wenn nicht, dann lassen wir das halt. Dann haben wir alles in der National B außer das und dann machen wir beim nächsten Mal dann nächste Woche, beziehungsweise morgen für euch, weiter mit der National A. Okay, schön. Den haben wir auf jeden Fall. Kriege ich da jetzt irgendwas Cooles für? So ein Sonderprius oder so? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sollten wir einfach nur diese Strecke fahren mit dem Prius. Warum auch immer. Wenn das Spiel das möchte, dann tun wir das auch. Und die National B
Können wir damit eigentlich hinter uns lassen. Denn hier, wie gesagt, das ist noch der BRZ. Also ich glaube, warte mal, was darf man hier nehmen? 86 GT, BRZS, FRS und 86 Racing. 86 Racing klingt gut. Ist denn das beides... Was ist denn das? Ist doch Subaru, oder nicht? Toyota 86 und Subaru BRZ. Solange sie sich an die IP-Begrenzung halten, können sie jedes beliebige Baujahr oder Modell der beiden Autos wählen. Dann würde ich sagen, ach so, sind die nicht sowieso baugleich? War das nicht so? Irgendwelche Wagen sind baugleich. Toyota 86, irgendwelche... Ich glaube, es war Toyota, aber ich weiß nicht, ob es die sind. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Toyota 86 Racing, weil der klingt am coolsten und ist der einzige, der Baujahr 2013 ist. Wir können ihn ja noch kaufen, ne? Dann weiß ich beim nächsten Mal, warum... Dann denke ich mir, warum hast du den Wagen? Und dann weiß ich, ah, okay, und dann fahre ich das vielleicht noch. Den haben wir ja nicht. Das heißt, wir gehen zum Autohändler. Toyota 86 Baujahr 13, okay. Suchen wir den mal. Autohändler. So, Toyota ist ja jetzt hier, das weiß ich ja jetzt. 86 suche ich. Der müsste weiter hinten sein. Der ist, glaube ich, ein bisschen teurer. Corolla, Celica. Da, 86 Racing, Baujahr 2013. Doch, ich glaube, das ist der baugleich ist mit dem Subaru BRZ. Genau. Ja. Warum auch immer die das... Ich weiß nicht, was da der Sinn hinter ist, dass die denselben Wagen rausbringen. Wahrscheinlich für verschiedene Märkte oder so. So wie mit Vauxhall und Opel und so, aber... In der Farbe, die gefällt mir eigentlich schon. Obwohl, nee, wir nehmen hier so ein Orange Metallic. Nice. Nee, ich finde, das ist aber ein geiler Wagen. Also, ich würde ihn wahrscheinlich in echt eher von Subaru nehmen als von Toyota. Aber der ist auf jeden Fall cool. Sieht schick aus, finde ich. Sportlich, elegant, modern. Ein schönes Auto. Vielleicht können wir den ja auch noch tunen. Oder komm, eigentlich könnte ich auch sagen, das ist der letzte Part, den ich jetzt für eine Woche aufnehme. Könnte ich auch sagen, wir machen den jetzt mal überlang. Bin schon 7 Minuten drüber eigentlich. Aber das, ich meine, niemand sagt mir, wie lange ich die machen soll. Nur ich selber sag mir das. Und denk mir immer, ja, 20 Minuten, dies, das. Und brech dann doch immer meine eigenen Regeln. Nee, warum mache ich das eigentlich hier? Komm, machen wir das im direkt im Menü. Dann machen wir das jetzt noch. Dann haben wir wirklich... Dann habe ich jetzt nämlich erstens eine Woche Pause. Und zweitens haben wir die National B dann komplett. Dann machen wir den Scheiß jetzt noch. Komm. Nicht kleckern, sondern klotzen. So, 430 Leistungspunkte sind genehm. Das heißt, viel können wir nicht mehr reinmachen. Wir haben 407. Höchstens noch ein bisschen was am Motor. Ich glaube, damit sind wir schon drüber. Ja, damit sind wir schon drüber. Was mit Stufe 2? Da sind wir noch nicht drüber. Okay. Damit sind wir auch drüber. Auch. Auch. Überall, also da ist nichts mehr machbar. Dann haben wir nur das halt. Okay. Und, Reifen, Sport oder Hart haben wir schon drauf. Okay, dann würde ich sagen, fahren wir das noch. Komm. 3 Runden mit dem Toyota 86 bzw. mit dem Subaru BRZ. Das Ende der National B. Und ein über 30 Minuten langer Gran Turismo 6 Part. Die fahren alle... Nee, stimmt gar nicht. Ist aufgeteilt. Aber ich bin der Einzige mit dem 86 Racing. Die fahren alle 86 GT oder BRZS. Bin ich also voll besonders und voll cool und so, Jungs. Eat that. Wenn ich gewinne, liegt's nur daran, ey. Und wir fahren auf dem Fuji Speedway. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der sich fährt. Schön aussehen tut er. Und klingt eigentlich ganz nett. Und auch, ja, aussehen, wie gesagt, gefällt mir echt gut. Gar nicht in die Kurve reingecrashed. Manchmal kann man eben auch die Gegner so als Auffangbehältnis benutzen, um nicht aus der Kurve zu fliegen. Man... Nee, fährt sich ganz nett. Keine Macken irgendwie, keine Spirenzien irgendwie auszubrechen oder sowas. Steuert sich gut, klingt ganz lustig.
Aua! Hör doch auf damit! Ja, ich weiß, ich habe den Unfall verursacht. Ich bin schuld. So, die beiden haben wir noch vor uns. Wir sind aber auch immer noch in der allerersten Runde. Ob das so eine gute Idee war, den Part noch zu verlängern? Ich glaube, das wird lange dauern, das Ding hier. Hey, hör mal. Hey, du fährst ja so wie ich. Das geht aber nicht, das darf nur ich. Aber jetzt habe ich deinen Windschatten. Und vorbei. Und wer gibt dir auf der Geraden, ne? Ich geb dir. Aber gut, der macht bei Richtung 200 langsam schlapp, ne? Hat er noch einen sechsten Gang? Ja, hat er sogar. Alter Schwede, okay, gar nicht schlecht. Dann geht er vielleicht doch noch ein bisschen mehr. Können wir nur hier nicht austesten. Ja, jetzt fährt er tatsächlich so wie ich sonst. Aber wir sind jetzt in der zweiten Runde. Eine Runde hat gedauert, 2 Minuten 7. Okay, 6 Minuten noch. Ja, dann sind wir auf jeden Fall über 30 Minuten, aber macht ja nichts. Ich denke, euch stört das am wenigsten. Ihr sagt dann immer, yay, langer Part, geil. Da hat Wallis es wieder verkackt, den Part richtig zu schneiden, also richtig zu beenden. Und dann freut ihr euch immer. Aber ist ja gut. Wenn ich euch eine Freude machen kann, dann bin auch ich erfreut. Und mein Herz geht auf. Schleimspur. Ne, schöner Wagen. Würde ich in echt auch fahren. Also, wenn ihr jemand übrig hat. Vor allem von hinten finde ich den echt schön. Also, die Lampen hinten. Nein, das wollte ich nicht. Die Lampen hinten gefallen mir richtig gut irgendwie. Gerade von hinten finde ich den besonders schön. Von vorne ist er auch okay, aber gerade von hinten, wie gesagt. So, jetzt kann ich gerade nicht mehr die Perspektive wechseln, weil ich das Lenkrad umdrehe und der Knopf dreht sich natürlich mit, da komme ich nicht mehr dran. So, jetzt. Es geht gegen Ende. Und dann darf ich für eine Woche kein Gran Turismo aufnehmen. Was heißt dürfen? Ich mach's halt nicht. Ich muss, wenn ich neben dem Studium weiter YouTube machen will und zwar weiter wie jetzt in den letzten Wochen eigentlich fast immer täglich viele Videos rausbringen will, dann muss ich das ja irgendwie organisieren. Dann kann ich nicht sagen, so heute mal ein Video, morgen mal ein Video, sondern muss ich, so wie ich es momentan mache, einen Tag in der Woche haben, wo ich wirklich alles aufnehme und dann auch eine Woche Ruhe habe, wo ich dann Videos nur noch raushaue, freischalte und dann ansonsten mich um Uni kümmern kann, weil sonst klappt das mit Studium und YouTube einfach nicht zusammen. Aber so wie ich es jetzt momentan mache, geht's. Nur dann habe ich halt jetzt wieder für eine Woche keinen Gran Turismo. Ist ein bisschen schade. So, letzte Runde. Aber ich habe mich eigentlich schon ein bisschen vorne weggesetzt. Also wird wahrscheinlich ein Sieg werden. Ja, aber für Mähnchen ist das echt schön. Und relativ günstig auch. Weiß gar nicht, was haben wir jetzt dafür bezahlt? Habe ich gar nicht mehr darauf geachtet eben. Ich habe so viel Kohle inzwischen, dass ich gar nicht mehr darauf achte, was wir ausgeben. Vor allem bei so kleinen Wagen hier, die nur so ein paar Tausende kosten. Gut, das haben wir gleich geschafft. Die National B können wir hinter uns lassen. Für immer, weil wir alles gemacht haben. Alle Sterne und die Markenrennen und die Missionsrennen und die Kaffeepause. Und dann können wir dasselbe so demnächst mal in Angriff nehmen für die National A.
Es macht mir sogar mehr Spaß, so diese Sachen zu vervollständigen, als jetzt nur durchzurushen bis zum Super-Dings. Weil International A, weiß nicht, reizt mich nicht so. Ich habe hier eigentlich mehr Spaß. Das sind eher so die Rennen, die ich gerne fahre. Ein bisschen so mittelschnell, 200 bis 300 km/h ungefähr. 6 Minuten hat das Ganze gedauert und damit sind wir fertig. Das war die National B. Für immer vorbei. Ja, gut, haben wir beides auf Gold gemacht. Das war also National B. Schön. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal, also für mich nächste Woche, für euch wahrscheinlich morgen wieder einschaltet. Ich vermute, ich werde dann nächste Woche, also für euch morgen, damit anfangen, dass wir die National A vervollständigen. Da haben wir viel zu tun. Clubman Cup, Meister bei Nacht, Gornergard Liga. Da fehlt noch ein Stern. Die SGM Sportserie, Turbo Sportserie, MR Herausforderung, Allradantrieb Herausforderung, Elektrorennstrecken. Da habe ich Bock drauf. Da werde ich mir den Tesla Model S kaufen. Festival Italia, europäische Kompaktsportwagen-Serie, Schwarzwaldliga, Muscle Cars Klassiker. Also hier haben wir sehr viel noch zu tun. Hier haben wir nämlich nur eins gemacht, das waren die Karts und dann eben noch die nationale GT-Meisterschaft und sonst nichts. Viel zu tun, freue ich mich drauf, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, euer Walle. Bye, bye.